Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, was für eine Bankrotterklärung von Frau Merkel. Das ist heute ein wirklich denkwürdiger Tag. Die Bundeskanzlerin hat das Volk um Verzeihung gebeten. Aber nicht etwa wegen der unverhältnismäßigen Zumutungen der letzten Monate, der immer wieder gebrochenen Versprechungen, des Impfdesasters, der verspäteten Hilfsgelder oder der zerstörten Existenzen aufgrund staatlicher Gewerbe- und Berufsuntersagung. Nein, einziger Auslöser war die Rücknahme der Osterruhetage. Frau Merkel könnte dem ganzen Land wirklich einen Gefallen tun und zurücktreten. Frau Merkel hat fertig. Und tatsächlich war ihre Idee auch völlig absurd. Ein zusätzlicher Tag Lockdown, euphemistisch Osterruhe genannt, sollte unseren Sommerurlaub retten. Mit einem Schuss gesunden Menschenverstand war allen klar, das ist Unsinn, das bringt nichts, das ist blanker Aktionismus. Nach Malle fliegen geht, aber nach Rügen mit dem eigenen Wohnmobil zu fahren, das geht nicht. Das versteht nun wirklich niemand mehr und vielleicht ist das ja genau der Grund, warum jetzt die Bundesregierung prüfen lässt, ob man nicht Auslandsurlaub gleich ganz verbieten kann. Ja, und Sie, Herr Günther, haben diesen total sinnbefreiten Vorschlag der Kanzlerin mitgetragen. Die Rolle rückwärts heute Morgen war daher richtig, aber diese Entscheidung wirft ein bezeichnendes Licht auf die Qualität der Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz. Herr Bouffier hat das ganz treffend kommentiert. Er sagte, jetzt sind wir die Deppen. Recht hat er. Da treffen sich, ich kann nicht und ich will nicht und zerstören weiter Existenzen, maßen sich weiter an, in österliche Familienplanung einzugreifen, verhalten sich weiter übergriffig gegenüber mündigen Bürgern. Herr Günther, leihen Sie sich doch bitte für die nächste MPK ein bisschen von dem Rückgrat, das Herr Buchholz heute Vormittag gezeigt hat. Und auch wenn Frau Merkel vorhin gesagt hat, dass sie die ganze Verantwortung übernimmt, so stimmt das natürlich nicht. Denn für Schleswig-Holstein und die Bürger in unserem Bundesland tragen Sie die Verantwortung, Herr Günther. Sie müssen das tun, was für unser Land notwendig und vor allem angemessen ist. Unsere ganze Tourismusbranche zur Hölle zu schicken, ist es jedenfalls nicht. Sie tun immer so, als wäre die Ministerpräsidentenkonferenz das alles entscheidende Gremium. Richtig ist aber, es handelt sich bei dieser Küngelrunde um gar kein Gremium, das im bundesdeutschen Verfassungsgefüge überhaupt vorgesehen wäre, geschweige denn, das über irgendwelche Befugnisse verfügt. Sparen Sie sich also Ihre Krokodilstränen und Ihre Phrasen, wie ich hätte mir doch gerne was anderes gewünscht. Sie können heute eine Verordnung erlassen, die diese rein landesinterne Angelegenheit regelt. Das könnten Sie tun. Dass Sie es nicht tun, heißt vor allem, dass Sie es nicht wollen. Und da darf ich Sie an Ihre Worte von gestern erinnern. Die Lage in Schleswig-Holstein ist nicht dramatisch. Das haben Sie gestern gegenüber der Presse verkündet. Und damit haben Sie ja recht. Die Belegung von Intensivbetten durch Covid-Patienten und die Anzahl der beatmeten Patienten bewegen sich bei uns in einem Rahmen, den unser Gesundheitssystem durchaus bewältigen kann. Sie haben richtigerweise festgestellt, dass kein Grund ersichtlich sei, warum Sie nicht ein Wochenende statt zu Hause in Eckernförde etwa in einer Ferienwohnung in Husum verbringen dürften. Die Inzidenzwerte seien doch schließlich ganz ähnlich. Und ganz richtig, dieser ganze Wahnsinn ist schon lange niemandem mehr zu vermitteln. Nachdem Sie am 10. Februar auf den 3. März vertröstet hatten, tritt jetzt ein, was Sie vor 2 Wochen von mir nicht hören wollten. Mit dieser weiteren Verlängerung des Endlos-Lockdowns stellen Sie das Ostergeschäft für die gesamte Tourismusbranche in Frage. Genau das habe ich hier vor 2 Wochen gesagt und genauso kommt es nun. Statt vorsichtiger Öffnungen bleiben die Betriebe weiterhin geschlossen. Und warum? Sie sagen, Sie hätten halt nicht genügend Ministerpräsidentenkollegen überzeugen können, dass die Vorschläge aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen richtig seien. Zumindest kontaktarmen Urlaub im eigenen Land hatten Sie sich vorgestellt. Und nicht einmal dieses absolute Minimum, das kommt jetzt. Meine Damen und Herren, die Bürger Land auf, Land ab verlieren den Glauben in die Politik. Die Akzeptanz für die ganzen Maßnahmen schwindet wie Schnee in der Sonne.
Doch was ist richtigerweise jetzt zu tun? Ich sag's Ihnen. Erstens, richten Sie Ihre Maßnahmen nicht rein sklavisch nur an den Inzidenzwerten aus. Wenn mehr getestet wird, dann steigen die Inzidenzen. Die weiteren Faktoren sind ebenso entscheidend. Positivrate, Krankenhausbelegungen, Intensivkapazitäten, Beatmungsquoten und so weiter. Zweitens, lassen Sie einfach den Einzelhandel offen, im Land geöffnet. Der Handel ist kein Treiber der Pandemie, das haben Sie ja auch selbst festgestellt, Herr Günther. Und geben Sie der Gastronomie und dem Tourismus im Land eine faire Chance, natürlich behutsam und nur mit entsprechenden Schutzkonzepten, die liegen ja aber vor. Erlauben Sie also kontaktarmen Tourismus ab sofort. Und hören Sie auf, die Bürger bis ins Kleinste zu gängeln und derart ins Private einzugreifen. Die Bürger können nach einem Jahr Pandemie gut selbst einschätzen, wie sie sich zu verhalten haben. Grobe Leitplanken anstatt staatlicher Überreglementierung ist das Gebot der Stunde. Vertrauen Sie den Bürgern Schleswig-Holsteins. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.